Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. So, meine Freunde, wir sind ausgestattet, wir sind gestärkt, wir haben uns ein bisschen pausiert. Jetzt werden wir hier reingehen. Ich habe mich schon gefragt, ob das nicht geht, um den Laser zu umgehen, wenn ich hier durchs Fenster wieder rausgehen würde. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wenn ich den Computer da hinten betätige, ob denn nicht das Problem entsteht, dass das Tor wieder runterfährt. Da habe ich nämlich vorhin gar nicht drauf geachtet. So, ich wollte den ersten Schuss mit der Armbrust machen. Danach gehen wir mit dem Hammer weiter. Warte mal, den Hammer legen wir auf die 1. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir das einmal so tauschen. Und das nehmen wir für alle Fälle nochmal auf die 7. So. Okay, Armbrust juckt auch nicht. Mal abgesehen davon, dass ich nicht so viele Pfeile habe. So. Okay, jetzt ist er alle. So, nächster Step. Hammer. So, 3 Schläge brauchen wir. Ich wollte die Science noch mitnehmen. War vielleicht ein dummer Gedanke. Und? So. Den haben wir auch weg. Oh, wow, 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 wow. So. Die Pfeile können wir nochmal aufsammeln. Wir gehen ein bisschen auf Distanz. Wäre doch gelacht, wenn wir den diesmal nicht wegkriegen. So, die nehmen wir auch noch mit. Also wir stehen, würde ich sagen, besser da als letzte Runde. Ah. Den nehmen wir auch noch mal. Okay, jetzt kommt der Laser. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Autsch, 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 ah, ah, Laser. Okay. Gut, wir schlagen uns human. Einmal ein Schluck Wasser auffüllen und einmal. Oh, nein, 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 nein. Okay. Über den rüberspringen. Gucken erstmal, dass wir hier. Oh, die können doch nicht durch den Laser. Autsch. Ich laufe den Doppelten einfach hinterher. So, jetzt ist er aus. Oh, das ist ja auch ein stärkerer. Der hält ja auch ein bisschen mehr aus. Das war jetzt knapp. So. Oh, 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 oh. Jetzt darf ich ihn nur festhängen. Ah, ich habe ja gar keinen Pfeil. Oh, und er macht ihn schon wieder an. Den habe ich gerade noch so gesehen. Dass der auf uns zukommt. So, 3 Pfeile. Tschüss. Den hauen wir weg. Warte, jetzt müssen wir einmal den Laser abwarten. Und 1, 2, 3. Oh Gott, oh Gott. Ich will nochmal Distanzwaffe. Nein, 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 nein. Ey, wieso macht ihr denn ständig diesen Laser? Ich hänge fest. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Das tat weh. Das tat weh. Okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, wie ich am besten hier vorgehe. Boah, den hat er doch gerade erst ausgemacht. Okay. Was ist das? Oh mein Gott. Au, 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 au.
Ja, die Tür ist zu, also raus kann ich nicht. Oh, jetzt kriege ich aber hier von allen Seiten. Au. Oh mein Gott. Okay. Ich würde gerne noch mal einen Trank nehmen, vorsichtshalber. Ja, komm, wir nehmen noch mal einen Trank. Okay, das war jetzt nur der Laser. Oh, 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 oh. Autsch. Oh Gott. Ich muss noch einen Trank nehmen. Und ich bin genau reingesprungen. Ja, da komme ich nicht an dich ran, Kollege. Er hat immer noch die Hälfte von seinem Leben. Vielleicht erstmal mit dem Verband ein bisschen aushelfen? Mein Gott. Und er macht ihn wieder an. Er macht ihn tatsächlich wieder an. Spiel ist ganz schön unfair, mein Freund. Das muss ich dir ja mal sagen. Weißt du, lass die Flappe zu stehen. Okay, jetzt laufe ich weg. Ja. Da komme ich wieder. Ich hänge fest. Eins, zwei, drei und... Eins, zwei, drei. Bücken. Eins, zwei, drei, bücken, springen. Oh. Gerade so. Mein Gott. Boah. Ich habe alle vier Schlotztränke verbraucht. Als allererstes die Pfeile einsammeln. Ich weiß ja nicht, was jetzt passiert. So, 1000 pure Wissenschaft. Untersuche das schwarze Ameisen. Finde Chip. Irgendein Chip muss ich finden noch. Aber die Tür ist immer noch zu. Ah, jetzt. Ah, ich habe die Schlüsselkarte. Jetzt komme ich auch im Sandkasten. Da ist doch auch noch diese eine Röhre. Dann komme ich die ja jetzt auch noch rein, ne? Müsste ich ja rein theoretisch da auch durchgehen können. War ich hier schon mal? Nee. Ah. Mixer. Mhm. Pure Wissenschaft. Ganz viele aggressive Tiere. Okay. Okay. Sagt mir gar nichts. Also sagt mir schon was, aber sagt mir jetzt nichts, was ich nicht wusste. So, das war ja, nicht nur ein Kampf, das war ja regelrecht ein Krampf, ne? Der Typ hat es ja richtig in sich gehabt. Und denn diese Lasersäule hier, später die Stromstöße und dann die kleinen Helfer, die er noch hatte. Also, boah. Ja, das war schon spannend. Also war spannend. Ich konnte gar nicht reden da. Ich war ja so in... Also, da fehlen mir immer noch die Worte. Das hat Spaß gemacht. Das war echt spannend, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich das direkt beim ersten Mal beim zweiten Mal schaffe. Ich habe gedacht, ja, ich versuche das jetzt mit den Sachen, die ich drin habe, dann sterbe ich noch dreimal und dann ja, hole ich mir doch noch anderes Equipment, aber nö, hat funktioniert. So. Mixer-Verlegungsprogramm. Berg. Diese verflixten Mixergeräte treiben immer noch sämtliche Kreaturen hier in den Wahnsinn. Um unsere Konzentratsammlung kümmern wir uns später. Jetzt müssen die hier erstmal weit weg von hier. Ich habe eine grobe Karte möglicher Standorte an die Tafel gezeichnet. Alle markierten Stellen müssten sich gut verteidigen lassen. Falls die örtlichen Kreaturen ähnlich aggressiv sind wie unsere Freunde an den Sprengtüren. Okay. Gut, also noch ein weiterer Hinweis über den Mixer. Aber jetzt nichts, was uns... Ich komme hier trotzdem nicht rein. Und keine Energie.
Oh, ich muss 8 Mixer machen, bevor ich diese Tür öffnen kann. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, 8 Mixer, damit ich die Tür hier öffnen kann, damit der Strom hat, ja? Gut, dann würde ich sagen, müssen wir uns demnächst als oder als nächstes um den Mixer kümmern. Ich gucke nur noch einmal hier. Dann ist ja der Chip wahrscheinlich, wenn hier einer drin ist. Nee, hier ist kein Chip, ne? Können wir mal auf der Karte gucken? Könnte das der sein? Ey, sind wir weit gewandert. Wir sind doch hier vorne, sind wir reingegangen. Aber hier muss noch ein Chip sein. Wo ist meine Markierung? Tiefer? Ich hab mir doch eine Markierung. Wieso kann ich die nicht sehen? Ach hier! 52 Zentimeter, also ist das oberirdisch oder wie darf ich das verstehen? Keine Energie. Ah, da haben wir doch noch einen super Chip und hier ist noch eine Kassette. Oh, der arme Dr. Tully, der sieht ja richtig fertig aus. The production of raw science concentrate has been, for better or worse, spread across the yard. Given the unseen hands that move against me, it seems that no precaution is too much. No suggestion from my paranoid psyche too preposterous. What a pathetic state of affairs. Overrun by an enraged ant colony, and here I stand, naked, naked, to the unblinking eyes spying upon my every move. Layers of abandonment and failure, like a frumpy, naked failure onion. But who sheds a tear for us, Burgle? Is it the onlookers in the shadows? Is it whomever stumbles upon our toilings down here in the muck? This should please you all. Dr. Wendell Tully, humbled again. Well, enjoy your laughs, cruel winds of fate. But this onion has one more stink left to make. And sorry, old friend, but I'm going it alone. Deleting data stores and running lab lockdown procedures. Wendell, out. Gut, da ist ja Dr. Tully ein bisschen sauer gewesen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber gut, unsere Aufgabe haben wir erstmal erfüllt. Wir wollten hier ins Labor, dass wir auch direkt den Chip gefunden haben. Sehr schön. Starken Gegner platt gemacht. Noch schöner. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen wir denn überhaupt raus, wenn wir diesen Gang folgen? Also komme ich letztendlich... Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Nee. Letztendlich müssten wir ja wieder am Sandkasten rauskommen. Und wir müssen alle 8 Mixer machen. Das ist unumgänglich. Da kommen wir nicht drum rum. Das bedeutet aber auch, dass ich einen Mixer definitiv erstmal reparieren muss. Oder wir kommen nicht am Sandkasten raus. Gut. Ja. Wo sind wir denn hier? Ah, okay, okay, okay. Gut, also die Mixer sind ja eingezeichnet, ne? Das heißt, wir könnten rein theoretisch mit dem hier gleich anfangen. Der ist ja direkt um die Ecke. Ich würde aber gerne einmal noch zu dem Hilfschip gucken. Denn wir haben ja jetzt die Assist-Karte und wir haben noch Zeit. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt hin zu dieser Röhre
in der ich sonst nicht reingekommen bin, weil ich keine Chipkarte hatte. Gucken, ob wir diese dort auch benutzen können. Und holen uns denn den Hilfschip. Komme ich hier hoch? Und dann können wir Burke direkt 2 Chips bringen, ne? Au, ah. Ich habe mir einen Knöchel verstaucht. Oh nein. Was möchte denn der Gute hier? Klein Moment. So. Wir werden jetzt erstmal im Status. Wir nehmen das Schwert nochmal raus. Und geben uns die Giftresistenz. So. Damit, wenn Wolfgang uns angreifen sollte, wir nicht direkt sterben. Jetzt habe ich keine Schaufel hier, ne? Oh, hätten wir Ton mitnehmen können. Oh, eine rote Ameise. Schön. Endlich mal ein vertrautes Gesicht. Von jemandem, der mich nicht töten will. Wenn ich da im Bau bin. Da wird es bestimmt auch noch das ein oder andere geben. Vor allem in dieser großen Höhle. Aber ich würde sagen, wir meiden die vorerst noch. So, so wie wir Wolfgang gemieden sind. Gemieden haben. Ach, Entschuldigung. Ist schon leicht spät. So. Hier ist so ein Tümpel. Da ist auch so eine kaputte Röhre. Könnte ich bestimmt auch noch rein. Aber als allererstes, wir inspizieren jetzt erstmal die Röhre im Sandkasten. Ob wir da reinkommen, ob wir da nicht reinkommen. Denn ich frage mich wirklich, ob ich diese Chipkarte, die ich jetzt habe, an jeder Tür verwenden kann. Sofern ich die dabei habe. Ist die ganz normal im Inventar? Nee, das heißt, ich habe die grundsätzlich dabei. Würde ich gerne mal wissen, ob ich damit denn in jede Röhre reinkomme. Tut mir leid, mein Freund, aber ich brauche dein Fleisch. So, Schild sieht zwar noch gut aus. Aber das Fleisch brauchen wir noch für den Grill. Hier haben wir noch einen. So. Den nehmen wir direkt mit den Guten. Jetzt habe ich hier meine ganze Belegung umgepackt. Da muss nur einer rein und Stängel. Oh, das bauen wir nochmal eben schnell ab hier, ne? Baumfeld! So. Einer. So, da haben wir das Geländer. Da sind 2, 4. Ich kann ja eh nicht alles mitnehmen. Ich kann mit dieser Rüstung tatsächlich weniger tragen. Wofür ist die denn gut? Die hat ja in der Form wenig Nutzen, ne? Also so toll fand ich jetzt die schwarze Ameisenrüstung nicht. Muss ich jetzt mal sagen, wie es ist. Also wäre ich lieber bei der roten geblieben oder bei meinem Poncho. Gut, erstmal müssen wir aussortieren hier alle Wertsachen raus, ne? Das weg, das weg, das weg. Die Minze. Oh, der Korb ist voll. Und dann würde ich sagen, wir nehmen das so mit, wie wir es analysieren würden. Oh, obwohl, nee. Den Rest lassen wir noch drin. Eine Frage habe ich aber noch. Kann ich jetzt mein Ameisenschild machen? Brauche ich 10 Brocken rote Ameise und 4 Bärenleder? Ach ja, stimmt. Bärenleder. Aber 5 Ameisenbrocken, 10 habe ich drin. Dann nehme ich die mit zur Basis. Dann packen wir die gar nicht erst raus. Oh, nein. Kollege, ich habe genug gekämpft. Ich kann nicht mehr. Wo ist er hin? Ah, da. Na gut, ist ja nur einer. Den machen wir schnell.
So. Immer rein in die Marmel. Oh, das hat mich aber ganz schön zu Boden gerissen. Und wieder rein in die Marmel. So. Autsch. Ah. Das habe ich nicht kommen sehen. Schnippo. Ich habe keine Ausdauer. Okay, weiter geht's. Ja, und weg ist er. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch achten. Hier ist ja noch die Wollspinne, ne? Ich sehe den jetzt so auf Anhieb nicht. Oder ist die runtergekommen? So, wir gehen erstmal rein. Das Schwert wird schon noch halten. Oh Gott. Ja, haben wir noch geblockt gekriegt? Ja, sehr gut. Wir machen uns spitze. Da pieksen wir noch hinterher. Okay, keine Ausdauer. Haha. So, jetzt immer schön in den hinten in den Wand. Bisschen tänzeln. Den haben wir gut geblockt. So, wo war denn hier diese Röhre? Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Wenn hier das Blatt ist. War der hier hinterm Hügel? Nee, sieht nicht aus wie eine Röhre. Au! Warte mal, da ist die Schaufel. Hier ist das Blatt. Da müssen wir, glaube ich, noch ein Stück hier vor. Oh, wir ignorieren den Guten. Nee. Wo ist die denn gewesen? Hier. Hier ist die Röhre. Okay, ich gehe mal eher davon aus, dass hier Robbys drin sind, wenn hier was drin ist. So, damit haben wir noch ein Hilfsschip. Wunderschön. Zwei Chips in der Runde geholt. Und noch ein Tape. I've become a monster. Inhuman, less than the insects that are my only companions now. I've become old, well before my years. A shrunken husk of a man, a walking corpse like Lurkin Shriek, doomed to the executioner's axe. Was denn mit Dr. Tully passiert? Trudy was right all along, as she always is. And what remains? I'm a failure as a scientist, as a husband, and as a father. I have no choice but to remain here, living exiled in the backyard. I have diverted my remaining strength and will into finding a cure for this malady. This raisinification, if you will. It is my only hope now. All other research initiatives must be placed on hold, or it will be too late. It may already be too late. It is only fitting that I am so small. Tiny. Minuscule. Just like my legacy. Okay, das können wir nicht lesen. Der sieht ja echt schlimm aus, der Professor. So, was hat er denn hier noch gemalt? Also, wir müssen... Aha, hier, wir haben einen kleinen Tipp gekriegt. Wir müssen im Sand... Warte mal. Das ist eine Uhrzeit. Zum ersten Mal sehe ich was in der Zeichnung. Pass auf, hier, wir haben hier die Sandburg und die Schatzkiste. Ja? Das heißt, diese hier wollen wir ja aufmachen. Dafür brauchen wir diesen Schlüssel. Und um diesen Schlüssel zu kriegen, müssen wir...
Wenn das jetzt eine Uhrzeit wäre, wäre das 17:45 oder wäre das 14:30 vielleicht? Oder ist die auf dem Kopf und das wäre um 9? Nee, ist ja alles richtig rum. Also so 14:30? 14:30 müssen wir buddeln. Direkt an... Da ist doch diese eine Schaufel so mittendrin, relativ am Anfang. Entweder direkt an der Schaufel... Nee, am Schatten. Ah, oh mein Gott. Oh, Junge, Junge, Junge. Ein richtiges Rätsel. Also, wir müssen 14:30, wenn ich das jetzt richtig verstehe, im Schatten, in dem Loch der Schaufel quasi vom Griff, buddeln. Mit der Stufe 2 Schaufel, die wir nicht haben. Und dann kriegen wir den Schlüssel für die Schatzkiste. Jetzt möchte ich Burke seine Chips gar nicht so schnell wiederbringen. Jetzt würde ich gerne den Schatz plündern. Ich meine, aktuell ist Nacht, aber ich brauche ja auch noch die Ameisenschaufel, ne? Das heißt, ich gehe jetzt einmal zum Aufstieg. Da gucke ich mal an eine Werkbank, ob ich denn die Ameisenschaufel mittlerweile machen kann. Und sollte das problemlos möglich sein, oder ich da auch lebend ankomme, jetzt sind es zwei, werden wir 14:30 nochmal hierher kommen und nach den Schatz buddeln. Also nach den Schlüssel. Und wenn wir den Schlüssel haben und den Schatz geplündert haben, dann gehen wir zu Burke. Oh, das könnte aber auch die Schaufel sein. Ich dachte erst an die hier. Das sind ja die einzigen beiden Schaufel. Aber da geht ja nicht, oder? Die ist ja an der Wand gelehnt. Da kann ja die Sonne nicht... Nee, da, die wirft ja keinen Schatten. Da ist ja immer die Wand als Schatten. Also... Wir machen das systematisch. Wir gehen 14:30 hier einfach runter, gehen zu der Schaufel und wenn da nichts ist, gehen wir zu der Schaufel. Und wenn da nichts ist, dann habe ich das erste Rätsel, was ich denke, dass ich das verstanden habe, nicht verstanden. Dann müssen wir das nochmal von vorne versuchen. So, jetzt wollen wir erstmal schauen hier. Eine Ameisenschaufel. So, wo bekomme ich denn die? Können wir machen? Haben wir im Rucksack? So, jetzt sortieren wir noch einmal schnell aus hier. Wir haben noch das gefunden. Das gefunden. Wir haben noch mehr Minze. Wir haben noch einen Bratwumms. Maiszuckerbrocken. Gut, sagt mir jetzt so direkt nichts. Einen scharfen Pfeil und einen Minzpfeil haben wir. Das ist sehr gut. So, was können wir hier noch mit reinschmeißen? Vorzugsweise gar nichts. Wir gehen hier einmal rüber. So, Mandibeln, Körperteile, die Ameise schmeißen wir hier auch noch mit rein. So, dann gucken wir hier, haben wir das drinne? Hier haben wir keine Ameisen weiter drinne, ne? Die Rüstung. Ja, die lassen wir erstmal hier. Dann können wir da noch die... Ah ne, den brauchen wir ja zum Buddeln. Wir müssen ja tagsüber rein. Haben wir noch irgendwas, was wir einlagern können? Honigtau? Also was wir stacken können? Nee, sieht aktuell nicht so aus. Machen wir uns einmal noch schnell Essen fertig. Und dann können wir, würde ich sagen, morgen frisch gestärkt... Oh, unser Degen, der ist bald hinüber, ne? Der ist schon beschädigt. Nehmen wir die Seilbahn oder sagen wir, wir holen uns noch ein paar Mücken auf dem Rückweg. Ne, wir nehmen die Seilbahn und auf dem Rückweg holen wir uns was anderes. Obwohl... Ah ne, da fehlt auch Bärenleder. Ah. Ne, das geht auch nicht. Was haben wir hier noch? Spinnenfang durch. Den könnte ich gegebenenfalls in der Basis machen, aber ich glaube, ich habe nicht genug Spinnengift. Also zur Not tut es auch die Axt, ne? So, und die lässt sich ja leicht herstellen.
Mücken, die werden wir zwischendurch, oder ich werde die mal offline farmen, denn, ne? So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, holen uns den Schlüssel, besorgen uns anschließend den Schatz aus der Schatzkiste und bringen dann Burke, was auch immer in dem Schatz ist, plus den Hilfschip und den Superschip. Also war eine erfolgreiche Runde bis jetzt, also eine erfolgreiche Folge. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei, denn da soll es genauso erfolgreich weitergehen. So, bis dahin, macht's gut. Ciao.